Wo sonst Politik gemacht wird, regierten am Mittwoch die ganz Kleinen. Denn 21 kleine neue Erdenbürger erblickten im ersten Halbjahr in der Kreisstadt Brand-Erbesdorf das Licht der Welt. Für eine Gemeinde mit rund 8.500 Einwohnern eine beachtliche Zahl und vor allem ein Grund zu feiern. Brand-Erbesdorfs Einwohnerzahl geht natürlich noch schrittweise leider zurück, aber Dinge, die auch angeschoben worden sind, Ausweisungen von Neubaugebieten, Lückenbebauung, auch gerade wenn junge Familien ältere Gebäude übernehmen und sich das einrichten als neue Heimstadt, das hilft, diesem Trend entgegenzuwirken. Naja, und wir sehen es ja einmal mehr, auch in diesem Jahr werden doch neue Erdenbürger in Brand-Erbesdorf heimisch und wir als Stadt tun natürlich viel dafür, gemeinsam mit freien Trägern die Kinderbetreuung dann in dem Kita-Alter dann abzusichern. Und auch Geschwisterkinderchen berichten hier auch stolz davon, dass sie ja schon im Kindergarten sind und da nehmen sie dann irgendwann mal ihre kleinen Brüder und Schwesterchen dann auch gerne mit. Bereits zum 13. Mal luden der Bürgermeister sowie der Stadtverein zum Babyempfang. Eine schöne, liebgewonnene Tradition. Wir überaltern ja in den Städten, das ist ja auch in Brand-Erbesdorf so. Und der Stadtverein macht ja sehr viel für die ältere Generation. Und das war also eine gute Idee, endlich mal was zu tun für junge Familien und ihre Neugeborenen. Und die Neugeborenen zu begrüßen in einer Stadt, ist meine eine ganz tolle Aufgabe. Und die sollte man einfach wahrnehmen. Und das haben wir organisiert. Und nun haben wir das ja schon viele Jahre gemacht. Und es kommt ja gut an. Über die Hälfte der frisch gebackenen Eltern folgten dem Ruf und feierten am Mittwoch gemeinsam im Bürgerhaus ihren Nachwuchs. Freuen konnten sie sich dabei nicht nur über einen gemütlichen Nachmittag mit den anderen kleinen und großen Gästen, sondern auch über Willkommensgeschenke. Eine durch und durch gelungene Veranstaltung. Also als das Besondere empfinde ich, dass man sich einfach Zeit nimmt für die Neuankömmlinge, dass es angenommen wird von den jungen Familien oder auch mit den gemeinsamen Großeltern und dass man dabei eben auch sich mal von Angesicht zu Angesicht gegenübersetzen kann, sich austauschen kann über kleine und große Themen, aber in erster Linie geht es natürlich um den Nachwuchs. Finde ich sehr schön, dass die Kinder hier in Brand-Erbesdorf willkommen geheißen werden und dass es auch kleine Geschenke gibt, also super. Ist eine sehr gute Sache, finde ich gut. Ich war sehr überrascht, also ich habe das auch zum ersten Mal gehört, so in den umliegenden Dörfern gibt es das wohl nie. Und wir haben uns sehr gefreut über die Einladung. Schöne Sache, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Hätte ich auch nie gedacht, ich kenne das ja nicht. Wir wünschen den Eltern und ihren Kindern für die Zukunft alles erdenklich Gute.